So, da sind wir mit Session Music für euch am Stand von Sono. Hier ist der Moritz und ich habe die neue Gavin Harrison Signature Snare gerade hier auf meinem Oberschenkel stehen. Und Gavin Harrison, ja, kennt er, weltbekannter Drummer, also sowohl Solo als auch in der Band unterwegs. Und der hat jetzt ein eigenes Signature-Modell bekommen. Und wir haben im Prinzip mehrere Varianten von der gleichen Snare, wenn man so will. Es ist grundsätzlich ein sehr dünner Birkenkessel, wenn wir mal reingucken. Sieht man, der ist tatsächlich auch innen lackiert. Ja. Wir haben unten eine 45 Grad Gratung drauf sitzen und oben, das sieht man nicht so ganz so gut, eine eher runde Gratung. Aber was wir sehen ist hier ein ganz besonderer Rim, der das Fell auch nochmal so ein bisschen einschließt, mehr oder weniger. Das ist sowohl nochmal, was Stimmen angeht, ein bisschen was anderes, als auch was den Rim-Shot-Sound angeht, was anderes. Also auf jeden Fall das erste Mal, dass ich sowas sehe bei einem Snare-Rim. Und dann zeige ich euch gerade noch mal ein bisschen was, was die Mechanik angeht. Drehen wir mal rum und legen sie hin. So, gucken wir mal. Ihr kennt natürlich von Sono die neue Dual-Glide-Abhebung. Auf der einen Seite kann man sie abmachen, um den Teppich schnell abmachen zu können zum Stimmen vom Resonanzfell. Das geht nicht nur auf der einen Seite, sondern auch auf der anderen. Gucken wir gerade mal. So. Also auch hier habt ihr die Möglichkeit, sodass man den Teppich quasi komplett abnehmen kann. Das ist jetzt eine der Teppichvarianten. Wir gucken gleich nochmal bei einer anderen Snare. Wir sind jetzt hier bei dem Modell 14 x 5 ein Viertel Zoll. Also auch von der Kesseltiefe her eher was Ungewöhnliches. Ja, normalerweise haben wir ja 5,5 Zoll oder irgendwas dergleichen, aber nein. Hier haben wir 14 x 5,25. Außen eher mattschwarz gehalten von der Lackierung. Wie gesagt, dünner Birkenkessel, durchgängige Böckchen. Und man sieht die Maserung schön durch. Innen auch sehr, sehr schick. Und wir gucken uns jetzt nochmal an, wie die anderen Modelle aussehen, die kleineren. Ich stelle das mal hier zurück. So, gucken wir mal weiter hier drüben. Das hier ist jetzt die 12x5 Zoll Variante. Ja, also etwas kleiner, aber eigentlich die gleichen Features. Gleicher Kessel. Unten drunter sieht es auch ähnlich aus. Wir gucken auch da mal uns die Snare von unten an. Da haben wir sie. Ja, 8 Spiralen, in der Mitte ein bisschen freigelassen. Ist ein Bronze-Snare-Teppich. Und auch hier wieder Birkenkessel. Ganz, ganz dünn. Steile Gratung unten, runde Gratung oben drauf. Also ganz interessantes Teil. Und wir sind sehr gespannt, wie es klingen wird, ja, weil Gavin Harrison Signature Snare wird demnächst verfügbar sein. Und wie es mit dem Preis aussieht, schaut auf jeden Fall bei uns auf der Session Music Homepage nochmal, weil da wird das Ding ganz bald auftauchen und dann könnt ihr euch angucken, ja, wie es nochmal im Detailfoto aussieht und was es kosten wird. Und Sono wird dieses Jahr nicht auf der Musikmesse sein, das heißt, da habt ihr keine Chance. Ihr müsst auf jeden Fall also bei Session Music vorbeischauen, um euch das Teil anzugucken. Und dann gehen wir auf der NAMM mal ein Stück weiter und schauen, was wir noch so für euch finden.